Hallo zu einem neuen Blumenstrauß der Woche. Die Frau Legler hat sich bei uns gemeldet und wir wollen heute jemanden überraschen. An wen geht der Blumenstrauß? Der geht heute an den Norbert Nieselbeck. Und warum hat er den verdient? Ganz kurz angerissen. Weil er Freund der Kinder ist und weil es ein großes Anliegen von ihm ist, den Kindern das Schwimmen beizubringen. Und dafür bringt er sehr viel Freizeit auf. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das gleich und überraschen ihn. Sehr gerne. Los geht's. Hallo, Herr Nieselbeck. Sie bekommen heute von uns den Blumenstrauß der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich finde, er hat ihn verdient, weil ich durfte mit ihm Bronze und Gold lernen und das hat mich halt sehr gefreut. Bronze und Gold bei was? Im Schwimmen, das ist, da gibt es Bronze, Silber und Gold und das sind die Abzeichen. Die Jugendschwimmabzeichen. Ja, wir haben gehört, Sie sind sehr engagiert, sowohl bei der Mittagsbetreuung als auch bei der Ferienbetreuung. Und das Ganze schon ziemlich lange. Erzählen Sie mal, wie lang? Ich weiß es momentan nicht auswendig. Ja, schon einige Zeit. Circa? 5 Jahre, was nicht. Viel länger. Es geht Richtung 10 Jahre. Was machen Sie denn alles bei der Mittagsbetreuung, Ferienbetreuung? Was fällt da alles an? Wir wollen als Wasserwacht halt auch mit unserer Schule gut zusammenarbeiten. Und es macht natürlich auch Spaß und gerne mache ich das, dass ich also praktisch da zum einen mit den Kindern zum Schwimmen gehe und zum anderen das andere ist also diese Ferienbetreuung, die wir also auch praktisch immer wieder mit unterstützen. Das heißt dann Bootfahren oder was gehört da alles dazu? Ja, also das ist eigentlich unser Programm eigentlich immer für den Sommer, für die Kinder, dass wir also mit unseren Schlauchbooten am Kanal dann zum Paddeln gehen. Und wenn das Wetter entsprechend ist, dass man dann später dann noch baden kann.